Upsi. Ich glaube, der Ding ist alle. Ich glaube, der Gimbal ist alle. Ja. Dachte ich gerade. Naja, wenn ich so, der ist heute nur zwei Einzelfahrt. Aha. Das ist ja nicht die Tür auch nicht. Oder ein bisschen verwaltlicher jetzt. Im Augenblick läuft er noch. Ja, aber das muss ich hier eigentlich auch ohne Motor, wenn der Motor frei macht, ohne Motor im Lot halten. Nee. Nein? Nee, der muss das ja ausleihen. Wenn das Schwergewicht der unten ist von der Kamera. Ja, guck mal. Ja, hier. Das nicht, das ist klar. Er geht schon aber spät. Geht so. Akku ist leer. Noch mehr Akkus mitschleppen. Ich habe Rucksack. Ich muss mal 10 Stück. Komm für einen Gimbal, komm für den Kerl. Oder mal ein Powerpack drauf machen. Ja. Oh, der Powerpack bringt nichts beim Gimbal, die laden nicht, die, ne? Die Dinger, ne? Scheiße. Die laden nur bei der Kamera. Ja. Mockenrecht. Ja, so ist das. Am Kippel. Müssen wir rechts oder links? Rechts erscheinen, ne? Yep. Ja. Warte. Okay. Die Support ist eigentlich nur für Updates. Wenn ich am PC anschließe, den Gimbal. Software-Updates. Aber andersrum. Das war von gestern. Das ist schon älter, ne? Ja. Und da musst du irgendwo verloren haben. Bin nicht doof, wir haben die Spur verloren. Mist. Das liegt daran, weil du die Brille wieder verloren hast. Ja. Mensch. Hi, hi, hi. Links, rechts, geradeaus, ja. Nehmen wir links. Ich warte auf die Information. Welche? Links, so. Rechts, geradeaus. Ja, hier geht's nur. Also links wo nicht. Nee, hier also geht's. Also nicht gesagt, hier immer von außen links, ja, geradeaus. Ne? Ja. So, das geht aber. Was ein schlechteres Ding. Das stimmt.
Alter, jetzt geht's mich schon wieder. Leck mich doch. Dann gehen wir auf den Feld, hier. Ja, das Schöne ist was anderes, ne? Ja, das geht aber noch so ein bisschen durch. Ja, ich sehe das so. Siehst du ja schon, brauchst du nur gerade ausgucken. Ach Gott. Oh, hier ist ein Maulwurf. Ja, jetzt geht's ja wieder, ja. Na, kletter drauf. Mach die Klappe auf oben. Ach, Alter. Alter, Alter. Ich geh wieder nach oben. Ich auch. Mann, oh Meter. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Ich liebe scheinbar Traktoren oder so. Ich suche ihre Nähe.
Ja, Bad Iburg. Drumherum. Leutenburger Wald. Jo. Na, ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Doch, ist Teutoburger Wald, ja. Teutoburger Wald, doch. Ja. Guck mal. Wo? Da oben. Keine Ahnung. Förster. Das ist wahrscheinlich nur so eine Hütte hier für Holz. So wie die ganzen anderen Sachen, die da stehen. Genau. Das ist nur Holz. Und das Häuschen hier auch, ne? Ja. Fenster und auch nur für Holz. Das da oben, das da. Nee, das da. Keine Ahnung. Da. Ja. Nee, da wohnen wohl welche. Keine Ahnung. Klopf doch mal an, frag mal, ob sie eine Tasse Kaffee haben für uns. Hast du Angst oder was? Der klopft da an mein Häuschen. Hast du Angst? Ich will doch mal. Ich brauche meinen Kaffee. Du musst zum Mager, Aachen, du wirst eh nicht gefressen. Da ist ja nichts dran. Ja, guck mal. Oh, die haben eine richtige Antenne oben auf dem Dach. Alter. Und einen Kabelanschluss haben die bestimmt nicht. Ja, ich habe einen Arbeitskollegen von mir im Büro. Der guckt überhaupt keinen Fernseher, nicht mal Fernsehen. Ja, ich gucke auch keinen Fernsehen. Ja, aber du hast einen Fernseher. Ja, aber nicht zum Fernsehen gucken. Ich habe noch einen Fernseher, aber sieben Kinder oder acht Kinder. Ja, ist doch schön. Ja, weißt du ja, wie der seine Freizeit verbringt. Der muss sich wahrscheinlich um den Haushalt kümmern und um die Kinder. Das ist wahrscheinlich auch, der fickt wahrscheinlich den ganzen Tag, wenn er zu Hause ist. Achso, ja, da gibt es dann diesen Piep für, weißt du? Piep! Das piepsen war raus. Ich hoffe, er vergisst das nicht. Ja, gucken wir uns mal die Hütte an. Wirklich? Naja. Also ich weiß ja auch nicht. 260 Grad. Was ist denn da? Ja, Vogelscheuche. Ja, eine arbeitet auch. Also für mich, mir wäre das zu einsam hier, zu trostlos. Ja, was soll's. Aber wir müssen hier ja auch nicht wohnen. Da ist ein Pony. Ne, zwei sogar. Hallo, mit dem Fahrrad wird das hier schon gehen, ne? Und ein Auto geht auch, also. Na gut, ist natürlich schlecht, wenn hier einer entgegenkommt oder so, ne? Könnte ein bisschen eng werden hier. Ich würde sagen, jetzt noch ein Drittel, dann haben wir es. Ein Drittel noch? Ja. Ja. Also die Tourenangaben, das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ein Drittel noch. Ich bin jetzt bei fast 4 Kilometer. Ha. Aber da wird es dunkler. Aber es war nicht die Umwege. Nein, natürlich nicht. Nein. Ja, ja. Ich weiß es auch nicht. Wir sind einfach zu langsam heute. Geradeaus? Rechts. Rechts hier. Das ist bei dir rechts. Also für mich ist das hier rechts. Wenn ich so hier stehe. Guck mal. Ja, das ist aber nicht rechts. Das ist halb rechts. Ja, siehst du. Halb rechts. Ja. Ich denke, der Gimbal ist alle.
Nee, scheinbar nicht. Weiß ich nicht. Hatte nur wahrscheinlich Probleme mit dem Magnetismus oder so. Weiß Prost. Nicht. Der Gyroskop. Ja, der Prost, weil du den schon seit 2,5 Stunden gegeben hast. Ja, irgendeinem. Du, ich kümmere mich wenigstens um den, um meinen Gimbal, ne? Ja, ja, ja. Lalalala. Ja, und ist natürlich echt 3 Stunden. Ja. Längere Touren dürfen wir nicht machen. Ja, jetzt habe ich nicht genug Akkus. Amazon. Ja, du musst ja nicht ununterbrochen hier die langweiligen. Ja, du kannst ja pausieren. Genau, kann man auch. Hast du keinen Halter, wo du dich reinschiebst jetzt, damit man ausruhen kann? Doch, hier, den trägst du auf den Rücken. Also beim nächsten Highlight machen wir eine kleine Pause. Ja. Dann muss man Wasser. Wenn überhaupt noch ein Highlight kommt. Nee, kein Highlight, ne? Ja, das ist ja. Okay, sagen wir mal bei der nächsten. Zumindest geht's mal wieder ein bisschen besser. Ja, bei der nächsten Bank hier. Da müssen wir aber unsere Kommentare noch abgeben dabei. Komm hoch. Daumen hoch gibst du von mir nicht. Ne. Eher so, ne? Aber sowas kannst du ja auch nicht, ne? Ja, ja. Das heißt, ich muss die andere Strecke noch mal einen Daumen hoch geben. Die von letzter Woche, die war ja, richtig also gut. Dieses Jahr kriegen wir ja keinen mehr zusammen. Nee, wahrscheinlich nicht. 20. kommen wir wieder, was ist das für ein Tag? Ein Donnerstag. Unser 30. am Wochenende ist der Silvester, ne? Oder? Ja, 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 ja. Ja, dann dieses Jahr die letzte Woche zusammen. Ja. Das ist die Abschlusstour. Genau. Ja, komm mal. So ja. Was lieben wir doch schon wieder hier. So. Genau, schön, wir sind grün. Ja, das ganze Jahr über grün. Fichtenwald. Ja. Big Brother is watching you. Ja, mach doch mal die, nicht das Wort zum Sonntag, das Wort zum Jahresabschluss. Das Wort zum Jahresabschluss. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mal von Mutter Meier zum Kuchen eingeladen werde danach, ja? Wenn sie das sieht. Dass ich ihren Sohn so sportlich aktiv halte. Ja, ja, das, ja, das war das Wort zum, das zum, ich denke, das ist bestimmt kein Problem. Das kriegen wir hin. So. Oh, links. Hier. Ja. Dann hier. Auch ein Highlight. Ich höre schon wieder plätschern. Ja, jetzt können wir unser Wasser auffüllen. Guck mal, hier können wir unser Wasser auffüllen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich was für mich, muss ich sagen. Nein, aber das Wasser ist in Ordnung. Aber komm, ich will mal wieder ein Foto machen. Ja, wird auch Zeit. Ja. Das ist wieder so wenig wie diesmal. Ja, es gibt noch ein wenig zu sehen hier. Das ist. Was willst du da Fotos machen? So ist es. Jetzt gehen wir weiter hin. Hier könnten deine Römer was verbuddelt haben. Jetzt gehen wir noch 500 Meter so im Zickzack geradeaus und dann kommt der Wald, der Berg. Das wird nochmal anstrengend. Dann kommt irgendwann mal. Ja. Ja, guck mal. Ja, wir haben noch einen dritten, den haben wir noch. Jetzt ist das wieder aus hier. Ja, gut, wenn man hier durchbuddelt, sich durchbuddelt, findet man es gleich. Das kann wohl sein. Wo haben wir da denn gemacht? Der Highlight.
Zickzack geradeaus, das hier. Ja. Hier vorne. Könntest du hergehen, oder? Hier? Nein, ich gucke. Ja, einfach. Ich kann mir den Bach noch ja, ist da vorne im Bunker. Scheiße ohne Brille, sagt er. Scheiße ohne Brille hier. Ich dachte, wir hätten da eben rechts hoch müssen. Da ging ein Weg hoch. Den hätten wir, glaube ich, hoch müssen. Eine Hasenpferde hier. Siehst du? Zwei, drei. Ja. Drei Böcke. Drei. Drei Stück sein. Ja, aber schlecht. Auf die Entfernung, ich glaube nicht. Ja. So ein Bild. So ein Bild. Ja, da sind wir über die Berge rüber. Ne? Nochmal. Ja. Nochmal über die Berge. Ja, dann such mal den Berge. Weg. Den passenden Weg über die Berge. Das ist hier doch. Diese doch. Das ist der Weg. Ja, guck mal. Da vorne. Vorne geht's rechts und dann. Ja, wir sind auf dem Land, das wissen wir mal so. 30 Meter rechts. Ja, passt ja. Na, da vorne wahrscheinlich, ne? Was? Jetzt da hinten ist ein Weg. Noch über die Bergkette da. Ja. Dann noch ein bisschen geradeaus, jetzt 3 Kilometer. Das klingt aber gewaltig. Ja.
Wenn wir irgendwo eine Jochelgrube haben. Björn rausschneiden. Den Gestank kann ja keiner ertragen. Ja, aber das Ganze stimmt nicht. Jetzt mal ist nicht die Hose dreckig. Fällt sich nicht an. Bauern noch Tiere haben. Eine Harley, was ist das? Mutter Guzzi? Ja, schon gedacht, ja. Heute kommt unsere erste Nachtwanderung. Das glaube ich nicht wirklich. Okay, ich könnte mal übernachten. Ja, es kann nur einer liegen da. Einer muss ja immer Wache halten, abwechseln. Ja, 50 Meter rechts. Ja, ich sehe es schon. Ich habe schon gesagt, den Weg konntest du schon von Weitem sehen. Der Weg ist ziemlich matschig, sehe ich nämlich auch schon. Ja. Die Dunstberge sind ja schon ganz. Na, ja, stimmt. Dunstberge stimmt. Sind nee, das stimmt. Da ist das. Ja. Alter Falter hier. Ja, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Das ist ja schon fast eine asphaltierte Straße hier. Warte mal. Ach egal, komm. Ich komm mal rüber. Hab ich was. Damit die Zuschauer aus dem Weg sehen. Ja. Moin. Was? Moin. Was moin? Von welchen? Die sind aber ziemlich weit weg. Oh, mit Stäbchen haben die. Oh. Stäbler. Hoppla.
Mahlzeit. Hallo. Mahlzeit. So, ist das wieder die Teutoschleife hier, oder? Ja, Teutoschleife. Holperdorfer. Holperdorfer, ja, so sieht's doch hier eine Straße. Ja. So, jetzt geht's wieder in den dunklen Wald. Immer noch auf der Suche nach einem Highlight. Ja. Gucken wir, ob wir heute noch eins finden. Ich dachte eigentlich erst schon, ich könnte heute gar nicht laufen. Ich hätte mal was gewesen. Fing das denn an? Ich glaube Dienstag. Unter den linken Fußballen. Ja. Hattest du da was? Ja, irgendwie hatte ich da so eine kleine Schwellung. Zwischen den Knochen. Irgendwie fühlt sich echt komisch an. Konnte kaum laufen. Ich habe in letzter Zeit hier so nach so 10, 12 Kilometern Oberschenkel genießt. Hat ganz schön Ärzte. Da muss ich mit leben in meinem Alter. Ach, das hat mit anderen nichts zu tun. Das ist halt so. So. Und schon aus. Dann ist es wieder warm. Ja. Und zum Machen. Kriegen wir unsere Wasserpause hin. Ja, jetzt. Meinst du? So ein Hütchen. Oh, ja, kein. Wo wir übernachten können. Ich will hier nicht übernachten. Du willst hier mal übernachten, Alter. Wir müssen Vortraining zu Harz. Da will ich aber auch nicht in so einer freien Wildbahn übernachten. Lieber ein Hotel. Ne? Ja. Pension ist das Niedrigste, das kannst du gleich. Alles andere ist scheiße. Wir fragen den Willi, ob er die Klamotten immer von A nach B fährt. Mit dem Auto. Brauchen wir nicht. Haben das Guido. Ja. Mit dem Handkarren. Das sieht ja schön aus. Warte mal. Das ist heute. Dann brauchen wir mal. Ja, das mit einer Hand machen hier. So. Cool. Von den Farben hier. Ja. Und haben wir hier eigentlich wieder Empfang oder? Jetzt mal durch. 13 Kilometer gleich. Was war die Suche? Das war wieder 14, ne? 14 war angegeben. Ja. Oh. Gut verwendet. Ist das schon mal etwas. Kummutstrecke. Ja. Guck mal. Schritte. Ja. Ja, das war ein Angebot gewesen für 19,95 hatte ich mir das gekauft, ja. Oh.
Lutz, eben mein Arbeitskollege, hat gefragt, ob ich von Komoot das Paket gekauft hatte. Ja. Da gab es Bier. Mahlzeit. Mahlzeit. Schmeckt das Bier? Ja. Das ist auch schön, ne? Das ist auch nicht schlecht, mit so einer Truppe mal was zu machen, aber da haben wir, glaube ich, die falschen Freunde für. Guido, denke ich, ja. Ja, nicht nur Guido. Wir haben ja nicht nur Guido. Ja, jetzt weiß ich, wo das wegkommt. Hier, du bist da. Ja, natürlich. Jetzt, ja, ne? Ja, ja. Ich habe es richtig gemerkt. Ey. Ja, ja. Du plätscherst das hoch und ich bin's. Nur weil ich aus Versehen mal hinter dir war. Ja, im Halbzeit war ja zumindest ein Zitritt. Ja. Schon mal etwas. Da kann man ja schon eine Dose Bier und Rucksack ziehen. Heute schon meine Tochter mitnehmen. Ja, dann ist das doch. Ja. Haben die Frauen, können sich unterhalten. Ja. Obwohl ich. Oder? Hä? Vanessa spielt kein Russisch. Ja, nicht? Nee. Nee, bin ich nicht gelernt. Falsch. Aber Jana soll ja auch nicht Russisch sprechen, die soll Deutsch lernen. Ist das so, ne? Ja, ich meine. Ich bin ja nicht unzufrieden. Nein, ich sag mal, wenn du in ein Land gehst und da leben willst, musst du eigentlich deren Sprache lernen. Das ist ja halt so. Ja gut, ich meine, ist natürlich schwer. Meistens ist das die zweite Generation, ne? Hier, Vanessa Björn, siehst du ja, ist ja auch so. Aber. Ich muss sagen, Mahlzeit. Ist aber auch, wie gesagt, auch keine einfache Sprache, Deutsch. Ist ja. Wenn wir jetzt nach Kanada auswandern würden, du müsstest Französisch lernen oder Englisch. Englisch wäre noch einfach, aber es sind ja auch viele, die sprechen ja Französisch da. Ne? Ja, und dann? Ja, ja, die sind Grenzgänger, ne? Das ist ja ähnlich wie in der Schweiz, ne? Da haben sie ja sogar drei Sprachen. Deutsch, Französisch. Hä? Italienisch. Ja, Spanisch glaube ich weniger. Ja, Spanisch kommt einem davor, das ist wohl wahr. Aber? Unser Vorgänger hat diesen Weg anscheinend genommen. Oh, wir sind abgekommen. Siehst du? Ja, müssen da hoch. Das ist unser Weg da oben. Ja, dann. Mal wieder ein bisschen Amphibie spielen hier. Aber das haben wir ja drauf. Da sind wir ja in der Übung. Da sind wir ja geübt. Deswegen haben wir ja auch unsere tollen Stiefel gekauft. Sonst hätten wir auch Straßenschuhe behalten können. Achim, der klettert wie ein Steinbock hier hoch. Ja. Hauptsache, wir treten mal nicht in so eine Bärenfalle. Hier ist scheiße. Hier ist nicht nur scheiße. Hier ist einfach nur Mist. Hallo. Ja.
Was? So, nicht sind schon wieder falsch. Ups. Alter, Alter. Mann, wir sind richtig. Leg dich hier noch hin, was fehlt noch? Ein paar hundert Meter müssen wir lenken. Prozent habe ich noch. 40. Ah, reicht doch dicke. Mensch. Ja. 13,44. 45. Ja, ich glaub's hier wohl. Ob meine Uhr noch funktioniert oder ob die wieder abgeranzt ist. Aber heute ist ja nicht so kalt, ne? Hops. Schrittrekord. Schrittrekord? Ja. Aber nur, weil ich vor kurzem das große Update habe. Achso, hat er resettet? Ja. Aber auf dem Handy steht es nicht richtig. Hatte ich nicht irgendwas mit irgendeiner, haben sich Leute darüber aufgeregt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir war. Ach nee, das war glaube ich irgendwie beim anderen Handy. Hat irgendwie alles zurückgesetzt oder so. Bei ihrem Update war es bei ihrem Handy. Ja, nun, das muss man schon zwischen speichern können. Das ist das Ziel. Ja. Ja, bei Samsung ist ja so scheiße, dass du das immer nur mit der App alles editieren kannst, dass du nicht im Web oder sowas machen kannst. Ne? Finde ich auch. Und wenn ich dann immer lese, 1,5 Millionen haben die meisten schon wieder. Ja, brauchen wir keiner kommen. Nee. Ah, gut, das ist dann das Nächste, ne? Dass da keiner mal irgendwie so guckt. Alter, das ist doch scheiße. Ist immer zum Ende hin, kommt noch eine richtige Matschstrecke. Du sagst es. Oh! Feierabend. Pause. Schlafenszeit. Hier machen wir unser Lager. Der haben wir hier auch. Schustertisch. Da sind die Schuster. Schuhe. Guck mal. So. Jetzt können wir mal ein Schlückchen aus der Pulle nehmen. Ja, die anderen beiden, die schlafen irgendwo. So sehe ich mir den dicken Rucksack. Ja. Die übernachten irgendwo. Mhm. Küssen muss ich so am Ende. Ja. Oh, bis nach Hause klappt es vielleicht noch. Weil das gibt mir den Rest hier. Ja, die Pinocchio-Schuhe drauf genagelt. Geschraubt sind wieder. Was? So, ein Reserveschluck, falls wir irgendwo in den Schluck abrutschen. Muss ich überlassen. So. Komm, Kamera, es geht weiter. Maßstab 0,5. 500 Meter geradeaus dann links. 1 Kilometer und dann 200 Meter. 2 Kilometer noch ungefähr. Dann haben wir es geschafft. Ja, joa, 2 Kilometer. Wir sind aber bei 13,600. 15,600. Also mit meinen 16. Hallo, du warst 14 gezählt. Ich habe gesagt 16. 14 steht auf der Tour. Ja. Für die Tour. Nein, 12 steht da. 14. Kann nicht sein. Ja, komm, lass egal jetzt. Ja, okay, ja. Kannst du da auch. Ja, ist auch hier. Ich guck mal nachher ein Video an, da haben wir es, wir haben es auf. Du kannst ja mit dem Video die Entfernung nachmessen. Naja, ja. Das ist richtig. Dann übernachten, schön ein. Becher, morgens duschen und wieder los, weiter. Ja. Und jederzeit am Baum kotzen.
Ich will nicht kotzen. Entschuldigung, mach den Ton mal aus. Mach da einen Piep drauf, ja. Also. Ach ja. Mir schon gleich auf meine schönen gleich meine Tico Taco. Welche Tico Taco? Ah, die Tic Tac. Im Auto. Auf deine Tic Tac, ja, ja. Kannst du bald einen Kasten deponieren. Da. Ich muss auch mal einen kaufen. Scheiße, eigentlich. So hätten den Weg natürlich auch gehen können. Ja. Den besseren. Ja. Natürlich. Was? Links gleich. 30 Meter. Da unten? Ja. Ja. Wie gesagt, 500 Meter gerade. Hier ist das. Aber hier geht der Weg. Bist du sicher 30 oder was? Weil hier geht hier nämlich einer runter. Meldet sich schon wieder. Jetzt. Jetzt steht er. Ja, super. Nee. Ja, aber durch den Laub kannst du natürlich echt schlecht sehen. Ne? 22 Satelliten sind oben, Galileo, habe ich gelesen jetzt. Okay. Davon arbeiten aber jetzt. Wir hatten ein großes Problem mit ihren Atomuhren. Warum? Da die alle Satelliten haben drei Stück an Bord. Ja. Ja, aber gut, über die Zeit wird ja berechnet, wo du bist. Ja. Ja gut, das muss ja genau sein. Die müssen alle gleich gehen, das ist klar. Geht dann auf wie viel Zentimeter? 10 Zentimeter. Ja, und wie viel sind freigeschaltet für privat? 20, ja? Meter. Genauigkeit. Letztendlich die Zahlen, als sagen die Bürger das. Ja, ja, klar, hallo. Ja. Das ist klar. Ja, hier wird das sogar so eine Über. Ja. Ah, 10 Zentimeter ist schon. Boah. Wieder jetzt den, ich meine, der Dobrindt hat sich ja jetzt so ein bisschen verpisst aus dem Fernsehen, aber richtig in dem guten Seehofer schon sehe. Komm mal ganz kurz. Ja. So, 30 Meter rechts. Scheiße. Ich laufe da nicht mehr durch den Schlamm. Hier rechts. Naja, willst du wieder Abkürzung nehmen? Nee, also guck dir mal die Strecke an, da, wie matschig die ist. Bist du sicher, dass dies rechts ist hier? Ja. Okay. Ja, jetzt einen anderen Weg. Da und da links, da. Muss ich sagen. Hier. Da hinten sind Autos. Ist das ein Parkplatz? Ja, das ist jetzt hier. Ach, da oben ist der Weg, da. Ja. Da ist der Weg. Genau. Schauen wir jetzt hin. Ich denke, wir bleiben mal auf diesem. Denke ich auch.
so wie das da aussieht. Also. Ja, alle Fälle. Hallo. Ja. Du hast schon ein bisschen da zu eben geguckt? Ne. Läuft dann, ne? Spielen seine letzte WM. Echt? Ja. Und dann hört er auf. Ja, dann. Ist unser Auto auch hier? Da unten können wir. Ja? Was essen? Kaffee. Das ist das hier. Kaffee. Biergarten. Biergarten. Ja, lass uns rein. Komm. Bier. Ich will keinen Kaffee. Dann nimm du ein Bier, ich nehme Kaffee. Ja. Wir sind vom Weg abgekommen, wenn wir runtergehen. Ach, das ist doch nicht sowas. Noch haben wir keinen Urlaub. Was? Heute geschlossen. Nee, schon auf. Alles gut. So, dann machen wir erstmal aus hier.